Guten Tag, mein Name ist Arnulf Koch, ich bin Gründer und Vorstand der K&K Software AG. In diesem Video stelle ich Ihnen unser ERP Next Team vor. Mein Unternehmen ist ein Team of Teams. Wir sind ja vier hochspezialisierte Teams für verschiedene Aufgabenbereiche und die Säulen, das ist einmal unser Team X, das sich um Webentwicklung kümmert. In diesem Video geht es um das ERP-Team, das kümmert sich um das Open-Source-System ERP Next. Dann haben wir das Systemhaus-Team, was sicheren und hochverfügbaren Betrieb von Infrastruktur gewährleistet und unser A-Team, das sich um individuelle Softwareentwicklung kümmert. ERP Next, was ist das überhaupt? Das ist ein ERP-System, das steht für Enterprise Resource Planning. Also geht es darum, alle Ressourcen eines Unternehmens in einer einzigen Software zu verwalten. Dadurch kommt es zu keinen Schnittstellenproblemen. Dadurch kommt zum Beispiel, wenn im Webshop eine Bestellung ist, wird automatisch das Lager reduziert. Ich habe damit meine Urlaubsplanung im Human Resources. Ich habe meine CM-Funktion. Einfach alle Unternehmensprozesse, die ein typisches Unternehmen hat, sind darin abgebildet. Die Oberfläche ist sehr modern, es ist komplett im Browser bedienbar. Es ist ein Browser-First-Ansatz, ein API-First-Ansatz. Es lässt sich alles über Schnittstellen ansprechen. Ich kann also es sehr leicht mit anderen Systemen koppeln, Daten reinspielen, Daten rauslesen, 100% automatisiert. Es ist ein Baukastensystem. Der User selber mit entsprechenden Rechten kann er zum Beispiel die Oberfläche ändern, kann ein neues Feld hinzufügen, kann die Datenvalidierung eines Feldes ändern. Ich kann das also mitwachsen lassen mit dem Unternehmen und es geht auch ohne Dienstleister. Das kann man einfach selber machen. Aber wenn man sich das nicht zutraut, hat man Dienstleister wie uns, die K&K Software AG, die das für Sie machen und das Projekt begleiten. Einer der Hauptvorteile ist, das hat uns ja angesprochen, wir haben es bei uns selber im Einsatz, ist, dass es echtes 100% Open Source ist. Die meisten ERP-Systeme sind kommerziell, da hat man sehr, sehr teure Lizenzen und sie werden auch jedes Jahr durch die Login-Effekte immer teurer. Es gibt Open-Source-Systeme, die aber bestimmte Kernfunktionalitäten dann in einer Enterprise-Version zum Beispiel machen, die dann auch wieder Geld kostet und kaum Kosteneinsparungen gegenüber einem kommerziellen System hat. Und es gibt echte Open-Source-Systeme, bei denen es einfach keine kommerzielle Lizenz dahinter gibt, sondern bei der alle Module, alle Funktionalitäten frei sind. Und ein solches ist ERP Next und von den freien Systemen haben wir sehr viel analysiert und uns angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass ERP Next hier das beste System am Markt ist. Wir selber haben dazu eine Homepage, erp-beratung.team. Wir betreuen die deutschsprachige LinkedIn-Gruppe und wir haben einen YouTube-Kanal mit sehr vielen Erklärvideos und es werden regelmäßig mehr. Die Links sind unter dem Video. Ein paar Worte zu meinem eigenen Unternehmen. Die K&K Software AG sitzt in Gerolzhofen in Nordbayern. Wir haben 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind vor allen Dingen im Mittelstand aktiv, aber auch bei Behörden und in Großkonzernen. Aber mit ERP Next ist ein klassisches Mittelstandsprodukt. Wir haben selber eine solide Bilanz. Wir sind auf Langfristigkeit und Solidität ausgelegt. Wir haben in unsere eigene Immobilie investiert und das ist für Sie die Sicherheit, dass es uns auch in 20 Jahren noch geben wird. Unsere Werte ist das agile Arbeiten, das Eingehen auf Veränderungen und einfach die maximale Kundenzufriedenheit. Wenn Sie unser Kunde werden, werden Sie es erleben und begeistert sein. Das verspreche ich Ihnen. Von den Kunden, die Mittelstandskunden sind eher nicht so bekannt, aber natürlich bei unseren Großkunden ZF, SKF, Fresenius Medical Care, Saint-Gobain sind alles Weltkonzerne und da haben wir wirklich sehr viel Erfahrung bei großen Projektstrukturen, aber natürlich das meiste Geschäft findet im Mittelstand statt. Was macht das ERP-Team? Das ERP-Team kümmert sich quasi um die Einführung von ERP-Projekten. Der erste Schritt sind immer die Workshops zu ERP Next, bei denen wir schauen, passt überhaupt Open Source ERP in Ihr Unternehmen? Genügt es den Anforderungen? Wir schauen uns die Unternehmensprozesse an, einmal von betriebswirtschaftlicher Seite, auch in Richtung Potenzial für Digitalisierung und Optimierung des Prozesses an sich. Sehr oft macht es Sinn, sie nicht eins zu eins zu digitalisieren, sondern dabei auch gleich zu verbessern. Ich habe gesagt, wir arbeiten agil. Das agile Projektmanagement kennen Kunden oft nicht, hierzu beraten wir und dann kommt das erste Einführungsprojekt, dass wir sagen zum Beispiel CRM und Personalplanung und Lagermanagement sind die ersten Prozesse und das ist ein klassisches ERP-Einführungsprojekt. Dann geht es weiter, Anpassung an Ihre Unternehmensprozesse. Das ist die Stärke von ERP Next, dass man es so leicht anpassen kann und das wollen wir dann natürlich zum Einsatz bringen. Nächster Bestandteil ist immer wieder das Hosting, dass wir ein hochverfügbares Hosting machen, dass wir den Datenschutz beachten und dass es so passt, wie Sie wollen, sei es in der Cloud, in einer hybriden Cloud oder on-premises bei Ihnen im Unternehmen selbst. Inzwischen kommen auch häufiger Kunden mit bestehenden ERP Next Installationen zu uns, die wir dann einfach in unsere Betreuung aufnehmen. Und das ganz große Thema, was über allem steht, ist die Schnittstellenentwicklung zu fremden Supply-Portalen, zu Kundenportalen, zu Lieferantenportalen, zu anderen Fachanwendungen. Hier einfach, dass Daten automatisch ausgetauscht werden. Das ist echte Digitalisierung.
Ein paar Beispielprojekte, wie es häufig reinstartet. CM, habe ich gesagt, ist immer das Erste. Verschiedene Datenquellen zusammenfassen, damit der Vertrieb besser läuft, damit es nachvollziehbar ist, damit man es besser steuern kann und so einfach mehr Umsatz machen kann. Und natürlich Dashboards, Auswertungen. Der Chef kann es dann auch alles überwachen und weiß, wohin ist der Forecast, entwickelt sich der Umsatz und der Gewinn des Unternehmens. Nächstes Beispielprojekt ist zum Beispiel ein kommunaler Energieversorger, der Fernwärme macht. Und hier ist die Schnittstellen zum Einsatz gekommen, dass man die Wärmemengenzähler digital ausliest. Die sind den Kunden zugeordnet. Es werden in einem Kundenportal die Verbrauchsstände angezeigt und es werden Rechnungen daraus generiert. Das ist einfach eine Stärke aufgrund dieser Schnittstellenlastigkeit von ERP Next, dass ich das an jedes System anbinden kann. Das nächste Beispiel ist jetzt einfach das Zusammenspiel mit verschiedenen Tools, auch wieder über die Schnittstellen, dass man zum Beispiel Daten aus ERP Next nimmt und sie mit anderen Systemen visualisiert, zum Beispiel sehr interaktive Teamkalender oder eben Forecasting-Systeme, mit denen man so neudeutsch Predictive Analytics betreiben kann, aber auch bidirektionale Schnittstellen, zum Beispiel Ticketing-Systeme, Hotline-Systeme, sowas in die Richtung oder Kundenportale, weil man möchte ja heute Interaktivität bieten und das ist was, womit Sie sich dann von Ihren Wettbewerbern unterscheiden können, wenn Sie das machen können, weil Ihnen ERP Next alle Möglichkeiten dazu bietet. Und ein letztes Beispiel, auch wieder das Business Intelligence System. Hier ist jetzt ERP Next nur ein Datenlieferant von vielen und dann kommen aus verschiedenen anderen Systemen, sei es vielleicht eine externe Projektsteuerung, Branchensoftware, Telefonanlage. Alles das kann man zusammenfassen und daraus wieder Auswertungen erstellen und die automatisiert in Dashboards ausgeben lassen. Und so können Sie als Unternehmer, Unternehmerin bessere Entscheidungen treffen, weil Sie halt einen besseren Einblick in Ihr eigenes Unternehmen haben. Einfach datengetrieben arbeiten. Das ermöglicht Ihnen ERP Next. Wer steht dahinter? Unser Unternehmen hat 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ERP Next Team wird von Laura Köppel und Maike Nedwediek geleitet. Die haben ein Entwicklerteam hinter sich und das ist die Besonderheit, nachdem wir diese spezialisierten Teams bei uns im Unternehmen haben, können jeweils auf die Ressourcen zugreifen, die jetzt dafür gebraucht werden und haben dadurch echte Spezialisten an der Hand und kein Programmierer, kein Consultant kann wirklich alles beherrschen, sondern da ist jahrelang Erfahrung in jedem Posten da. Und das wird durch das ERP Next Team gebündelt. Die sind in unserem Unternehmen das Gesicht quasi nach außen und die managen die Projekte und unsere ganzen Teams, die liefern ihnen gute Projektumsetzungen. Und das Ergebnis ist, dass wir, wenn ich den Markt richtig überblicke, der mit Abstand größte ERP Next Berater im deutschsprachigen Raum sind. Wie arbeitet das ERP Next Team? Ich habe es gesagt, agil. Man hat immer das magische Projektdreieck. Ich habe einen Zeitfaktor, wann wird das Projekt fertig sein? Ich habe den Kostenfaktor, was wird es kosten? Und ich habe ein Projektergebnis, was wird inhaltlich dann umgesetzt sein? Wie ist die Qualität von dem Umfang? Das sind die Erwartungen der Stakeholder, die Erwartungen von Ihnen als Kunde. Und die agilen Methoden sind ein Werkzeugkasten ansetzt, dass das eingehalten wird. Ihnen fallen bestimmt sehr viele Projekte ein, bei denen das nicht der Fall ist. Und hier würden wir Ihnen am Start des Projektes quasi Sie schulen, wie wir damit arbeiten können, damit Ihre Projekte mit im Zeitrahmen, im Kostenrahmen und mit einem tollen Ergebnis umgesetzt werden. Das ist ein Riesenthema an sich, da empfehle ich Ihnen dieses tolle YouTube-Video. Auch das wird unter dem Link, unter dem Video verlinkt. Schauen Sie es einfach mal an, dann verstehen Sie, in welche Richtung es geht. Und dann ist auch sofort klar, was die Vorteile sind, die liegen dann einfach auf der Hand dabei. Was genau ist unser Angebot für Sie? Was können Sie von uns als K&K Software AG im Bereich ERP Next beziehen? Am liebsten setzen wir einfach das komplette ERP Next Projekt um. Sie haben vorher entweder ein anderes ERP-System oder noch gar nichts und Sie wollen mit uns starten und am Schluss haben Sie ein fertiges System, mit dem Sie arbeiten können. Aber oft ist es gerade in größeren Unternehmen oder größeren Organisationseinheiten nicht ganz so einfach. Und dann hat man sehr viele kleine Teilschritte, die erstmal ein abgeschlossenes Projekt sind, dass wir erstmal zu Open Source ERP beraten, dass wir die Einführung überhaupt erstmal konzipieren. Da sind ja sehr viele Beteiligte. Im Idealfall jede Abteilung eines Unternehmens ist davon betroffen. Und das muss doch viel organisiert werden. Und hier bringen wir die Erfahrung mit. Dann die Infrastruktur ist wichtig, dass es performant läuft, dass es sicher ist. Kennt jeder. Und am Schluss natürlich die einzelnen Sprints, dass wir dann wirklich umsetzen mit einer agilen Methode, die, sag ich mal, wirklich besser zum Erfolg führt.
Und dann natürlich kommt seltener vor, dass Kunden schon ERP Next haben. Für viele ist es eher ein neues System. Aber auch hier sind vielleicht welche nicht mit ihrem Anbieter zufrieden und möchten einen etwas professionelleren Anbieter haben, der etwas strukturierter vorgeht und etwas geplanter. Und auch hier sind wir dann genau ihr perfekter Partner. Auch wenn es vielleicht nur um das Hosting geht, wenn ich das wirklich mit deutschen Standards in deutschen Rechenzentren zu gut Monitoring und regelmäßige Erwartung haben will. Wenn das das elementare Unternehmensprojekt, die elementare Unternehmenssoftware ist, dann muss die einfach ja, verfügbar sein und darf mir nicht durch irgendwie einen Serverausfall auf einmal Unternehmensdaten verschwinden. Was unterscheidet uns von Marktbegleitern? Das erste würde ich sagen, ist einfach die Größe. Wir haben unser großes Team aus über 20 Spezialisten, die Hand in Hand arbeiten und das, glaube ich, bieten so viele andere nicht. Wir gehen sehr strukturiert an die Projekte heran. Dadurch zum Beispiel, man kann selber alles in der Oberfläche ändern. Aber wenn ich dabei was kaputt mache, habe ich ein Problem. Deswegen haben wir ein Entwicklungssystem, auf dem kann man alles Neue implementieren. Wir haben ein Testing-System, wo wir mit echten Kundendaten dann mit ihren Daten dann testen und sie können selber mit testen, ob es funktioniert. Und erst dann wird es in die Produktivumgebung ausgespielt. Solche kleinen Details machen einen Unterschied, ob ein System eine eher schlechte Verfügbarkeit hat oder eine sehr hohe Uptime hat, weil man einfach nicht nach und nach im Live-Betrieb Fehler regulieren muss. Dann die lange Erfahrung. ERP-Systeme haben seit Gründung unserer K&K Software AG im Jahr 2000 und schon in meinen Vorgängerunternehmen habe ich mich immer wieder mit ERP beschäftigt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch alles und von dieser Erfahrung können Sie profitieren. Und das Letzte ist, wenn Sie mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten, werden Sie spüren, wie die für offene Systeme brennen, wie die für dieses nachhaltige Open-Source-Thema, für diese Philosophie brennen. Und das macht einfach Mittelstandsunternehmen erfolgreicher, und zwar wirtschaftlich, finanziell erfolgreicher. Und das möchten wir einfach im Mittelstand verankern. Open-Source-ERP, offene Datenstrukturen. Das begeistert uns, dafür brennen wir. Und diese Begeisterung führt zu besseren Ergebnissen in Ihren Projekten. Und das war ein Überblick über unser Team. Jetzt habe ich sehr viel erzählt über ERP Next. Falls Sie da Interesse dran haben an so einem Projekt, dann sprechen Sie uns gerne an, erzählen uns, was sind Ihre Anforderungen, was sind Ihre Wünsche und Ziele. Und ich kann Ihnen versprechen, wir werden da eine perfekte Lösung für Sie implementieren. Mein Name ist Anuf Koch, K&K Software. Vielen Dank.